Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu dieser Online-Andacht am ersten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag quasi Modo Geniti, wie die frisch oder die neugeborenen Kindlein. Ja, frisch neugeboren, so fühlen wir uns seit letzten Sonntag. Jesus ist von den Toten auferstanden, das Leben hat gesiegt. Und was das mit unserem Leben zu tun hat, das wollen wir heute in dieser Andacht bedenken, die wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns nun als erstes gemeinsames Lied Nummer 100 singen. Wir wollen alle fröhlich sein. Die Strophen 1 und 5. Nummer 100 im Gesangbuch. Die Strophen 1 und 5. Heute mal ohne Orgelbegleitung. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Maria. Sohn, des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreieinigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Christus Mariensohn. Als biblische Lesung für den heutigen Sonntag hören wir noch einmal die Worte der Auferstehung, wie sie aufgezeichnet sind bei Markus im 16. Kapitel in einer Übersetzung von Jörg Zink. Als der Sabbat vorüber war, kauft Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Salben, um den Leib Jesu zu balsamieren. In der Morgenfrüh des ersten Tages der Woche kamen sie zum Grab, als eben die Sonne aufging, und fragten sich bange: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Da blickten sie auf und sahen, dass der riesige Stein weggewälzt war. Sie gingen in das Grab und sahen dort die Gestalt eines jungen Mannes in weißem Gewande an der rechten Seite sitzen, und sie erschraken bis ins Herz. Sie hörten ihn sagen: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht her, das ist der Platz, an den man ihn gelegt hat. Geht zurück und sagt seinen Jüngern und Petrus, er werde euch voraus nach Galiläa gehen. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da stürzten die Frauen aus dem Grab und flohen, denn Angst und Grauen hatte sie erfasst. Sie sagten aber niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Gemeinde, wir haben nun vor einer Woche Ostern gefeiert und ich glaube, dass noch in vielen Wohnzimmern, in vielen Vorgärten der Osterschmuck zu sehen ist. Vielleicht haben einige die Osterkerze Osternacht mitgebracht und ins Wohnzimmer gestellt. Bemalte Ostereier hängen noch in den Vorgärten. Manche Schokoladen-Osterhasen haben vielleicht die Festtage überlebt. Und frische Blumen aus den Gärten sind in den Wohnzimmern. Ja, und es gibt so eine richtig schöne Festtagsstimmung, die noch über die Feiertage anhält. Das ist gut so, sage ich. Ostern ist so ein schönes Fest, aber auch ein so tiefgehendes Fest, dass man Zeit braucht, um diese Bedeutung des Festes zu verstehen. Ich gestehe, ich als Pastor, der sich jedes Jahr mit Ostern beschäftigt, brauche Zeit, damit diese Osterbotschaft, die Osterfreude in mir sacken kann. Das braucht Tage,
bis ich so das Gespür habe, Mensch, ja, da ist etwas Wichtiges wieder geschehen, oder es wird etwas Wichtiges geschehen, und es lohnt sich, sich jedes Jahr daran zu erinnern. Es ist gut, dass die Freude nicht sofort da ist. Wir haben es in der Lesung gerade gehört, die Frauen am Grab sahen, dass Jesus auferstanden war, sie sahen den Engel und dann, heißt es am Schluss, sie fürchteten sich sehr. Die Lesung am Ostermontag erzählt uns von den beiden Emmaus-Jüngern, die nach Emmaus gingen und ihr Herz war schwer und sie trafen den Unbekannten, der in Wirklichkeit Jesus war, und sie schütteten ihm ihr Herz aus. Und sie erkannten Jesus nicht, erst als er abends mit ihnen das Abendmahl feierte. Ihr Herz und ihre Augen waren von Trauer gehalten. Ja, es braucht Zeit, bis wir Ostern verstehen. Ostern ist nicht ein Fest, das meinetwegen so effektiv sich auf uns auswirkt, so wie eine Instantsuppe, also dass man da ein Pulver hat und gießt heißes Wasser drauf und ruckzuck ist alles fertig. Nein, Ostern, das braucht Zeit, damit wir es verinnerlichen können. Gute Laune, Freude, Fröhlichkeit, das geht nicht auf Knopfdruck. Ja, Ostern braucht Zeit. Und so ist es gut, dass wir jetzt nun über mehrere Wochen in der Osterzeit uns befinden, um immer etwas mehr von diesem Fest verstehen zu können. Wie sich ein Geschehen von vor 2000 Jahren auf uns positiv auswirken kann, wie wir mit Ostern heutzutage umgehen können, besagt ein schönes Gedicht von Bertolt Brecht, das ich Ihnen nun vortragen möchte. Es ist die Kar-Samstags-Legende. Bertolt Brecht hat diese Spannung, dass wir Ostern feiern, aber inmitten einer Welt leben, in der es weiterhin viel Trauriges gibt, so in dem Gedicht Kar-Samstags-Legende formuliert. Als sie gehetzt und müde andern Abends wieder zum Grabe kamen, siehe, da blühte aus dem Hügel jenes Dornes Samen. Und in den Blüten, abendgrau verhüllt, sang wunderleise eine Drossel süß und mild, eine helle Weise. Da fühlten sie kaum mehr den Tod am Ort, sahen über Zeit und Raum, lächelten im hellen Traum, gingen träumend fort. Die Kar-Samstags-Legende. Bertolt Brecht hat dieses Gedicht den Verunsicherten gewidmet. Verunsicherung, liebe Gemeinde, das gab und das gibt es immer wieder. In unseren Tagen erreichen uns so viele traurige Nachrichten, so viele Nachrichten, die uns verunsichern. Wie soll es weitergehen in Europa mit dem Krieg in der Ukraine? Wird es je wieder Frieden geben? Wie werden wir es schaffen, die Energiewende zu gestalten? Wir sehen, wie Teile der Gesellschaft auseinandergedriftet sind und nicht wieder zusammenkommen. Und wir als Kirche, wir haben viele, viele Aufgaben und Probleme oder Herausforderungen, sagen wir, wie wir uns für die Zukunft gut aufstellen wollen. Und mein Eindruck ist, so richtig weiß keiner, wo es lang geht. Das verunsichert viele. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir diese gute Botschaft von Ostern hören, dass inmitten einer traurigen Welt da ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Ostern sagt, Gott fängt neu mit uns Menschen an. Hinter dem Horizont, der oftmals von Problemen und von Ängsten verhangen ist, hinter diesem Horizont geht es weiter. Ostern ist ein mutmachendes Fest, dass wir nicht mehr auf das Alte, auf das Vergangene gucken sollen, was uns gelähmt hat. Dass wir uns nicht in alten Strukturen festhalten sollen, sondern sagen, es ist vieles möglich, dass vieles neu, dass vieles ja besser werden kann. Gott zeigt uns zu Ostern, ich bin bei euch alle Tage, habt keine Angst. Das, so finde ich es, ist ein wunderschönes Bild. So wie aus einer Raupe ein wunderschöner Schmetterling werden kann, so wie aus einem, ja, dunklen Erdreich
wunderschöne Blumen und Blüten hervortreten können, so können auch unsere Wünsche, Träume und Sehnsüchte hell werden, können sie zur Wirklichkeit werden. Diese Spannung, dass man nach österlichen Zeichen Ausschau hält, inmitten einer traurigen Welt, das ist etwas, was uns positiv ermutigt. Ein Theologe, Dietrich Bonhoeffer, hat einmal gesagt, wer Ostern kennt, kann niemals verzweifeln. So wünsche ich uns in all unseren Überlegungen und Beratungen, dass wir die Zuversicht behalten, wir können zu neuen Lösungen kommen. Wir werden Wege finden, die wir gehen können. Das macht Ostern möglich. Amen. Die Freude über die Auferstehung, die Zuversicht bringt der kleine Kanon aus Taizé, meine Hoffnung, meine Freude, zum Ausdruck. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich verlass ich und fürcht mich nicht, auf dich verlass ich mich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich verlass ich mich und fürcht mich nicht, auf dich verlass ich mich und fürcht mich nicht. Abschließend trage ich noch einen kurzen Text vor zur Frühlingszeit und zur Osterzeit. Es heißt Freude erleben von Winfried Herget. Freu dich an den Kleinigkeiten des Lebens, am Aufsprießen einer Knospe am Haselnussstrauch, am Raureif über dem Wiesengrund, an den ersten Sonnenstrahlen in der Morgenfrühe, am Weggesang der Vögel in der Frühe, an der Frische des Wassers im Badezimmer, an einer freundlichen Begrüßung, über die Ruhe bei einem Spaziergang durch die Natur, über die Wunder der Schöpfung, über deine Gesundheit, über die vielen kleinen Zeichen, dass das Leben weitergeht. Freude über dein Aufstehen, die Auferstehung über den Neubeginn. Freude erleben über die vielen schönen Stunden, die uns das Leben schenkt. Gemeinsam lasst uns das Gebet Jesu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen österlichen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag, auf ein Wiedersehen.